Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich eine Special Box von Purish für dich und zwar, ist das die Treat Yourself Box, die es jetzt nur in der Black Week gibt, also nur bis Sonntag. Und wenn du Bock drauf hast, mit mir mal zusammen reinzuschauen, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Purish ist ein Kooperationspartner von mir. Jetzt in der Black Week habe ich aber keinen aktuellen Gutscheincode. Das heißt, folge gerne dem Link unten in der Infobox. Da kommst du auf die Landingpage von Purish. Und wenn du darüber was bestellst, bekomme ich eine kleine Provision. Das wäre total cool. Es wäre einfach cool, Leute. Ansonsten findest du auch einfach die Box auf der Homepage von Purish. Die kostet 99,90 Euro und soll einen Warenwert von über 200 Euro beinhalten. Wir haben hier sowohl Pflege als auch dekorative Kosmetik drin enthalten. Und ich würde einfach mal sagen, dass wir mal zusammen einen Blick reinwagen und mal reingucken, was so drin ist. Ich persönlich finde es ja ziemlich cool, dass Purish sich jetzt überlegt hat, auch öfters mal solche Boxen rauszubringen. Wenn ich das richtig verstanden habe, wird es die auch tatsächlich, also diese Mystery-Boxen, die ich euch ja auch schon mal vorgestellt habe, monatlich anders geben. Also da wird dann auch im Dezember wahrscheinlich wieder eine neue kommen und so. Und das finde ich ziemlich spektakulär, denn ich bin ja so ein kleiner Boxen-Junkie, ne? Das ist dieses Surprise-Gefühl. Du kaufst eine Box und hoffst, dass da einfach richtig geile Sachen drin sind. Ich habe bei anderen auch gesehen, dass die in dieser Mystery-Box auch irgendwie geile Lidschattenpaletten drin hatten. Ich hatte ein geiles Pinselset drin, aber darüber wollen wir gar nicht reden, denn hier haben wir eine ganz andere Box. Wie gesagt, die Treat Yourself Box. Genau, da hatte mir nämlich die Jenny noch eben ein paar Infos geschickt, genau. Und die gibt es, wie gesagt, nur bis jetzt Sonntag zu kaufen. Aber wir wagen mal einen Blick rein. Es ist die wohl größte Box, die es so gibt. Ich habe diese Maisschnipsel schon entfernt, weil ich habe eben Adventskalender verschickt an meinen Cousin, unter anderem. Und da brauchte ich ganz viele von diesen Maisviechern. Und deswegen habe ich diesen Karton schon geplündert. Hier haben wir nämlich schon direkt den Blick in die Box. Ne? Da habe ich dann halt schon die Produkte einmal kurz überfliegen können. Immer wenn wir bei Purish etwas bestellen, bekommen wir auch so ein Kärtchen mit dabei, was ich einfach schön finde. Das ist jetzt keine extra handgeschriebene Karte, aber ich finde es immer schön, wenn man als Besteller dort so eine kleine Botschaft bekommt. Ne? Hey Beauty, wir freuen uns, dass du in unserem Shop etwas Schönes gefunden hast. Wir wünschen dir viel Freude mit den Produkten. Liebe Grüße. Und bei mir hat die Sandra unterschrieben. Das finde ich einfach persönlich. Ne? Also Purish ist ein Shop, die sind ja relativ klein angefangen und die sind jetzt ja immer größer geworden. Das ist ja der Wahnsinn. Wir finden jetzt ja auch die Catrice und Disney Collection bei denen und so weiter. Ne? Hammermäßig. Ich laber. Okay. Ich fange an. Revolution finden wir dort auch. Mit dem Charcoal Nose Pore Stripes Produkt. Purifying. 6 Nasenstripes haben wir drin, vegan und cruelty free. Sowas ist immer ganz schön, wenn es ja auch um Treat Yourself geht. Ne? Wir bereiten uns jetzt alle mental und auch optisch ein Stück weit auf Weihnachten vor, wenn man ja auch wie aus dem Ei gepellt vor der Familie steht. Und da haben wir halt diese Stripes. Ich verwende die ab und an mal. Die hier werde ich jetzt auch mal ausprobieren, finde ich ganz interessant. Denn manchmal habe ich das wirklich, dass ich dann so dieses Gefühl habe, gerade so nach meiner Periode. Moin, Erdbeerwoche ist am Start, also nächste Woche werde ich die verwenden, dass ich irgendwie das Gefühl habe, meiner Haut so ein bisschen Detox geben zu wollen. Und dann mache ich gerne so ein komplettes Facial, dass ich da eine ordentliche Reinigung auch mache, dass ich auch solche Stripes verwende und so, ne, dass ich vermehrt Masken anwende. Und deswegen kommt das für mich wie gerufen. Ja, genau. Und das ist dann halt mit Aktivkohle. Das ist ja auch immer so eine klärende Geschichte. Finde ich ganz schön. Gefällt mir auf jeden Fall. Dann haben wir hier etwas drin, was halt auch super in diese Treat-Yourself-Routine reinpassen wird. Und zwar ist How Cosmetics ja auch dort vertreten. Und mit denen arbeite ich ja schon zusammen, seitdem es die fast schon auf dem Markt gibt. Ne? Da hatten die das Pearl Shine Elixier damals rausgebracht und mir damals auch zugeschickt. Und das fand ich cool. Ja, und sie begegnen mir immer wieder auf meinem Weg. Und das gefällt mir einfach unheimlich gut. Und auch in dieser Box sind sie vertreten mit den Augenpatches. Und zwar haben wir hier 1, 2, 3, 4, 5, 6 Paare drin. Ne? Also 6 Mal. Finde ich total super. Und ich habe die auch schon ausprobiert. Ich fand die auch ganz angenehm. Kann sie wirklich empfehlen. Und sowas ist halt einfach so ein kleiner Gönnermoment. Die sind nicht so super teuer, ne? Aber die sind so, das ist auch nicht Drogeriepreis, die sind ein bisschen hochpreisiger und deswegen gefällt mir das sehr, sehr gut, dass die bei Purish vertreten sind, dass die in der Box vertreten sind, weil das passt einfach, dieses
gönn dir Momente Gedönsen, ne? Und ja, schöne Marke, schönes Produkt. Und direkt 6 Paar, ne? Das finde ich schon mal nice. Dann habe ich hier etwas drin. Da bin ich ja ein bisschen... Ja, da kommt jetzt die Hausfrau in mir. Also ohne Witz jetzt. Vor 10 Jahren oder vor 15 Jahren hätte ich drauf gepupst, ob ich danach die Dusche putzen muss oder nicht, wenn ich irgendwas anwende. Mittlerweile denke ich mir, wie sieht denn die Dusche danach aus, wenn du so ein loses Kram verwendest? Ernsthaft? Ja, ich bin 32, das ist so, ne? Wenn du dann deinen eigenen Haushalt hast, dann denkst du eh nochmal anders. Aber ich finde es trotzdem ziemlich geil anzuwenden. Aber das nachher sauber zu machen, das nimmt mir dann direkt diesen Spa-Moment wieder weg, ne? Und es ist jetzt auch nicht so, dass ich mir einen Spa-Moment gönne und meinen Freund dann nachher ins Badezimmer schicke, um die Sauerei wegzumachen. Das wäre auch ein bisschen frech, ne? Also, hier haben wir von Authentic Australian einen Coffee Scrub Body Blends. Oder ist es Body Blends? Ich glaube schon, ne? Ja, Coffee, geil. Scrub, geil. Also Körperpeeling aus Kaffee, liebe ich. Sugar Glow, richtig gut. A Sweet Caramel Affair, also ich werde es verwenden, Leute. Das ist natürlich und vegan. Es ist in Australien hergestellt. Und hier haben wir 200 Gramm drin. Man muss halt wirklich, das würde ich auch empfehlen, bevor man duschen geht, sich einfach ein bisschen was davon abfüllen, nimmst du dir einfach ein Pinneken. Ne? Machst dir da was rein, weil 200 Gramm brauchst du nicht in einer Anwendung. Weil wenn du das mit unter die Dusche nimmst, und das ist ja so ein Produkt, wenn du dann nass unter der Dusche bist, das Ding in die Hand nimmst und so, dann wird alles so glitschig. Und dann ist es schöner, wenn du dir das einfach vorher so ein bisschen abfüllst und schon mal an die Dusche ranstellst. Und wenn du das dann verwendest, einfach das Pinneken nehmen, auf dich drauf schütten und dann kannst du dich schön massieren, ne? Genau so. Und ja, was war denn das gerade für Käse? Ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall wird das auf jeden Fall verwendet, denn das spricht mich an. Ich mag Vanille, ich mag Kaffee, ich mag Zuckerpeeling, ich mag eigentlich auch diese losen Peelings, ich mag nur nicht das Putzen hinterher. Aber ja, alles gut, ne? Krieg ich hin. Finde ich aber auf jeden Fall sehr passend auch für diese Treat-Yourself-Geschichte. So, apropos Treat Yourself, Prost Kaffee erstmal, ne? Den wollen wir nicht allzu kalt werden lassen. Wir haben hier auch drin, und das hatten wir bei der Mystery Box in Gelb schon mit dabei, diese Tasche. Und diese Neopren-Tasche finde ich super geil, denn ich bin ja so ein Fan von solchen Taschen, weil ich die ja gerne verwende, um sowas reinzufüllen. Und wenn ich jetzt demnächst so Weihnachtsgeschenke oder so verschenke, brauche ich die gar nicht in Geschenkpapier zu packen. Da bin ich echt, ne, krass unterwegs. Ganz krass, Leute. Denn ich werde hier einfach das Weihnachtsgeschenk, wenn ich das für einen Mann habe, reinpacken. Weil ich finde, dass dieses kommt in der Kamera nicht ganz so rüber, aber das ist ganz hell olivgrün. Und ich finde, dass das auch eine schöne Tasche ist, die, die mein Freund oder mein Papa oder so, ne, mit auf Reisen nehmen könnte. Kann ich mir sehr gut vorstellen, dass sie sich darüber freuen. Und die gelbe nehme ich dann für meine Mama oder für meine, irgendeine von meinen Müttern. Ich habe genug davon. Und dann kann man da einfach eine schöne rote Schleife drum zu machen. Machst du dann ein Kärtchen drauf, für wen das ist, und fertig ist die Laube. Die Täschchen, die kann man tatsächlich auch im Purish Online Shop kaufen, wenn ich das richtig gesehen habe. Oder es war eine Limited Edition, die jetzt ausverkauft ist. Das weiß ich jetzt gerade nicht aus dem Stegreif. Ich finde die Qualität aber richtig toll, ne? Genau. Kannst du halt auch schön mit zum Sport nehmen und so. Jetzt haben wir hier noch Füllmaterial drin, weil du hast da gut Platz drin oder für einen Städtetrip oder so. Das finde ich klasse. Das mag ich auf jeden Fall gerne leiden und ich mag einfach diese Haptik auch, ne? Das finde ich gut. Also ich persönlich feiere das hart, dass wir diese Täschchen auch in den Boxen mit drin hatten jetzt bislang. Dann habe ich jetzt hier noch ein bisschen dekorative Kosmetik. Und zwar ist das von Essence, der Hydrating and Perfecting Primer mit Lichtschutzfaktor 20. Den muss man vorher schütteln. Ist in einem Glasfläschchen mit 15 Millilitern und einer Pipette. Und ich meine, den hatte ich auch schon mal da oder ich habe den noch da, weiß ich gerade nicht. Habe ihn jetzt aber nicht negativ in Erinnerung. Also irgendwie habe ich zudem gerade ein gutes Gefühl, wo ich den angucke. Kann ich jetzt aber nichts Genaues zu sagen. Hydrating Primer ist schon mal volle Elle was für mich, weil ich brauche Feuchtigkeit jetzt gerade. Ne? Kalte Jahreszeit, trockene Heizungsluft, trockene Kaminluft und so weiter. Feuchtigkeit gebe ihm. Und Perfecting kann ich auch immer gebrauchen. Wenn etwas Perfektion verspricht, bin ich ganz vorne mit dabei. Deswegen so ein bisschen dekorative Kosmetik mit dabei. Finde ich schön, doch. Dann habe ich hier das nächste. Und zwar ist das von der Marke, die ich jetzt in, ich glaube, der Goodiebox hatten wir da schon öfters mal was von drin. Und zwar ist das Grace and Stella. Say Hi to Hydration. Das ist schon wieder so, ne? Ich glaube, das ist so eine richtig schöne Hydration-Box. Hyaluronsäure, Hydrating Serum. Und da sind 50 Milliliter drin.
vegan, cruelty-free, fry und so weiter und so fort. Und das finde ich alles schon mal sehr charmant. Ach, Peter, so muss zur Seite, weil ich eine Schere brauche, weil ich möchte mir schon ganz gerne angucken, wie die, wie der Flakon so aussieht. Ciao. Hat man das gesehen? Ich habe hier gerade so ein kleines Vieh durch die Gegend geschossen. Nee, also auch so ein Serum, ne? Ich glaube, Grayson's ist eine recht hochpreisige Marke, wenn ich das richtig im Kopf habe. Aber gut, wir sollen auch tatsächlich hier einen Warenwert von über 200 Euro drin haben. Also da muss ja schon Kapitel dahinter sitzen. Doch, das mag ich. Thank you for your purchase. Och, süß. Da bedankt man sich, dass man dort eingekauft hat. Das ist Milchglas hier unten und sieht sehr schick aus, ne? Kann ich mir echt auch gut vorstellen, so als Adventskalenderprodukt. Mit einem Pumper, sowas mag ich ja. Ist ein bisschen dickflüssiger. Ich sehe das hier gerade, ne? Das Ringlicht ist ja quasi jetzt um euch drum zu. Und dann sehe ich hier auch die Blase. Also das ist wirklich relativ flüssig. Interessant. Hyaluronsäure kann man immer gut gebrauchen. Und ja, ne? Finde ich schön. Mag ich. Lippenbalsam haben wir hier auch noch mit dabei. Und das ist auch ein wichtiges Produkt. Catrice Clean ID Lip Balm mit 98% natürlichen Inhaltsstoffen. Mit Shea-Butter, Kakaobutter, Macadamiaöl. Und das ist halt auch ein Produkt, was ich, glaube ich, sogar noch in meiner Backup-Sammlung drin haben müsste. Lippenbalsame kannst du immer gut gebrauchen. Ich habe jetzt zum Beispiel ein Lip Butter-Gedönsen drauf. Buttergloss von NYX halt, ne? Halt alles irgendwie, was mit Pflege zu tun hat, ist gerade jetzt ganz hoch bei mir im Kurs, um das mal so zu sagen. Und ich verwende jetzt auch aktuell am Tag relativ häufig so Lippenbalsame, weil ich halt auch sehr trockene Lippen habe. Letztens hatte ich auch noch so einen Au an meiner Lippe. Und ja, deswegen für mich Lippenbalsame, mega cool. Und den habe ich, glaube ich, auch schon mal drauf gehabt. Ich glaube, der war relativ auch süßlich vom Duft her. Mochte ich eigentlich ganz gerne. Dann haben wir hier noch was drin, was irgendwie auch so zu dieser Pflegeroutine und zu diesem Treat Yourself, chill dich mal und so weiter und so fort, ne, passt. Das ist eine Kerze. Und wenn wir Kerzen in Adventskalendern drin haben, in Boxen drin haben, irgendwo drin haben, dann feiere ich das hart zur kalten Jahreszeit, weil ich ständig bei uns jetzt Kerzen am Brennen habe. Weil das nochmal so einen Hauch Gemütlichkeit gibt. Hauch ist gut, enorm. Und Kerzen sind auch dann so ziemlich das fast Einzige, was dann bei uns auch in der Wohnung Licht gibt. Also wir haben den Kamin an, wir haben dann Kerzen aufgestellt. Dann haben wir, mein Freund, Lego Freak, hat auch so eine beleuchtete Lego-Stadt, also diese Creator-Expert-Häuser. Und dann hat er sich woher auch immer irgendwie so Beleuchtungssysteme gekauft und die leuchten dann so vor sich hin, ne? Und ja, das gibt bei uns halt in der Wohnung so ein indirektes Licht, finde ich ganz schön. Und deswegen feiere ich es immer so sehr, wenn wir Kerzen drin haben. Und ja, weil die wird jetzt auch sehr schnell verwendet werden. Auch wenn die wahrscheinlich nicht günstig sein wird, aber ich werde sie dann in Ehren halten. Boys Wells Turkish Rose Petals, also türkische Rosenblätter, Saffron, Cassis, Leather, Cedarwood, Amber. Das hört sich ja wirklich sehr durchwachsen an vom Duft her, ne? Also sowohl blumig als auch so ein bisschen herber mit dabei. Tatsächlich. Das ist dann aber auch so ein Duft, den mein Freund dann auch sehr, sehr mögen wird. Und ich versuche auch dann, wenn ich Kerzen aufgestellt habe, jetzt nicht alle 5 Kerzen als Duftkerzen zu haben gefühlt, sondern vielleicht 2 oder eine. Je nachdem, wie intensiv dann der Duft von der Duftkerze ist. Die ist auch sehr, sehr schwer. Ich weiß gar nicht, wie viel Gramm ist denn hier drin. Steht das hier irgendwo mit bei? Bestimmt. Weiß ich nicht. Ich sehe es jetzt hier gerade nicht, aber es ist ja safe, eine Full Size, ne? Finde ich auf jeden Fall sehr cool. 240 Gramm sind hier drin. Aus Los Angeles kommt das. Oh, weite Reise, mein Freund. Und theoretisch kannst du dann auch diese Gläser aufbewahren. Wenn die Kerze halt schön abgebrannt ist, musst halt immer nur darauf achten, dass wenn du die angezündet hast und bevor du sie auspustet, muss halt die ganze Oberfläche einmal geschmolzen sein, sonst brennen die halt nicht kontinuierlich runter, sondern dann entsteht da so ein Loch oder sowas, ne? Das sieht dann doof aus. Genau. Und wenn du das halt hingekriegt hast und dann am Ende unten alles angekommen ist, kannst du den Rest vom Schützenfest auch relativ easy peasy da rauskriegen. Und dann kann man das als Teelichthalter oder so weiter verwenden. Ich habe da immer mal wieder welche von, weil ich halt auch super viele Kerzen dann natürlich in Boxen und so drin habe. Ich kaufe nur noch sehr, sehr selten Kerzen für mich selber. Wenn, dann sind das meistens Stumpenkerzen, die ich in sowas reinpacke. Und ja, deswegen, also ich sammle tatsächlich solche Behälter. Ich habe da jemanden, der die gerne dann abnimmt von mir. Und ja, so haben sie dann noch ein weiteres Leben. Aber bei mir dann leider nicht, ne? Ist aber nicht schlimm. Ich bin jetzt keine Kerzengießerin oder so. Und ich habe genug Teelichthalter.
Wie bin ich jetzt auf den Trichter gekommen, das zu erzählen? Ich habe keine Ahnung. Wie kam ich nochmal dahin? Weiß ich nicht. Es ist auf jeden Fall ein schönes Glas. Ich freue mich drüber, dass die Kerze schön ist und dass die Kerze gut riecht und dass die Kerze hier drin ist. Manchmal bin ich auch ein bisschen durchgeknallt. Okay, finde ich toll. Dann haben wir hier noch zwei Produkte von The Ordinary drin. Und das finde ich hier sehr interessant. The Ordinary, mein Kaffee wird kalt, ist auch bei Purish vertreten. Und das finde ich auch ganz cool. Ich weiß gar nicht, ob die auch die Foundation sogar bei sich haben. Muss ich mal gucken. Denn die ist echt gut, kann ich euch voll empfehlen. Auf jeden Fall haben wir hier zwei Geschichten drin. Einmal ist das B-Oil Daily Support Formula for All Skin Types, 30 ml. Was ist das? Mikroalgenextrakt ist da drin. Das sehe ich jetzt hier gerade nur auf Französisch. Mikroalgenextrakt und Squalan. Oh, das ist ja schön. Und andere pflanzliche Öle. Hört sich auf jeden Fall sehr nett an. Ich habe auch aktuell hier von Essence ist es, glaube ich, Hello Good Stuff, das Primer Serum mit Squalan. Gefällt mir richtig gut. Meiner Haut gefällt es auch sehr, sehr gut. Deswegen, Squalan und ich, wir sind so. Und deswegen, aus diesem Grunde finde ich das schön. Ich kann euch hier auch mal die Flasche zeigen. Die sehen immer gleich aus. Also das ist halt der Grund auch mitunter, warum The Ordinary so günstig ist. Ne? Die haben halt immer sehr simple Verpackungen. Die Fläschchen sind immer sehr einheitlich und haben halt immer oben diese Pipette, diesen Glasflakon. Und die haben halt kein High-Detail und deswegen können die sich das halt in Anführungsstrichen leisten, das Ganze dann so günstig auch anzubieten. Ne? Weil wenn man das so in Relation sieht zu anderen Marken, die vielleicht etwas buntere Verpackungen haben und etwas ausgefalleneres Design, ist es wirklich günstig. Ne? Ja, aber ist ganz solide und hoffe ich jedenfalls. Aber Squalan finde ich schon mal positiv. Und dann haben wir hier das zweite, The Ordinary, das ist ein Säurepeeling, AHA 30% und BHA 2% Peeling Solution, 10-Minute Exfoliating, pH ungefähr 3,6, wie war das noch, je höher der pH-Wert, desto saurer ist dann quasi das Produkt, ne? 30 ml, wenn ich mich richtig an meine Chemiezeit von damals erinnere. Ich habe Chemie so schnell abgewählt. Diese AHA-Säure ist Fruchtsäure, BHA ist Salicylsäure und ich habe ja auch den AHA Glow Booster von Beauty Mates, den ich auch sehr gerne verwende und beziehungsweise den habe ich gerade aufgebraucht. Ich verwende jetzt aktuell von Dalton ein Produkt auch mit AHA, einfach um zu vergleichen, wie ist so der Unterschied und so, ne? Ich persönlich komme einfach mit diesen Fruchtsäure-Peelings deutlich besser klar als mit den mechanischen Peelings. Meine Haut verträgt es besser und ich merke einfach, dass es meiner Haut auch gut tut, dass ich davon umgestiegen bin, davon weggegangen bin und zu Säure-Peelings umgestiegen bin und zu Enzym-Peelings und Säure-Peelings gegangen bin. Keine Ahnung, ich kann nicht mehr reden. Ist auf jeden Fall ganz schön, dass es mit dabei ist. Das heißt, wir haben das einmal als Serum und einmal als Peeling. Kann man in der Theorie auch in Kombination verwenden. Wichtig, wenn man Säurepeeling verwendet, dass man das eigentlich am besten nur abends macht. Ne? Und wenn man das dann doch irgendwie morgens unbedingt machen möchte, dicker wird der Lichtschutzfaktor. Ist dann ein Muss. Also normalerweise sollte man so oder so immer einen Lichtschutzfaktor auftragen. Aber nach sowas ist das immer ein Muss, weil die Haut ist natürlich ja... Die Oberfläche ist ja ne, angegriffen und so gepeelt halt, ne? Dann solltet ihr safe Lichtschutzfaktor verwenden, Leute. Oder hat die Frau heute? Ich habe keine Ahnung. Ich habe irgendwie Nagel im Kopf. Zwei Sachen haben wir hier noch drin. Ach, den Klopper halte ich mir bis zum Ende auf, ne? Acnemi Zit Clean. Das, ich weiß nicht. Das heißt so. Purifying Cleansing Gel. 150 ml, das ist einfach ein Gesichtsreinigungsprodukt. Ihr kennt das ja von mir. Ich mache ja super gerne Double Cleansing. Und da ist das ja dann der zweite Schritt vom Cleansing, von der Reinigung meines Gesichtes. Und ich mag nicht so gerne zitrische Düfte. Ich finde, das riecht immer so ein bisschen nach Klo oder nach Badreiniger oder so. Ne? Das heißt, für mich ist das jetzt nicht unbedingt was, aber es ist ganz nice, dass es mit dabei ist. Ich kenne die Marke offensichtlich nicht. Es soll nicht komedogen sein, also nicht pickelverursachend. Und es soll einfach sanft die Haut reinigen, ohne die Haut auszutrocknen. Und Öle wegmachen und so. And to prevent the appearance of new zits. Was sind denn neue Zitzen? Ich habe keine Zitzen im Gesicht. Nein, das soll wahrscheinlich anders. Aber ich weiß, ist ein Zit? Muss ich mal nachgucken. Also Z-I-T. Ist das ein Pickel? Weiß ich nicht.
dachte, das heißt immer anders. Aber egal. Ja, auf jeden Fall ist es mit dabei. Ist ganz nett, ne? Ist aber nicht so mein Favorite-Produkt. Ein richtig geiles Produkt. Und was man echt nicht in so einer Box erwartet hätte, aber natürlich hofft, dass man sowas mit drin hat, ne? Ist ein Gesichtsreinigungstool von Miyi oder Meiji. Ich habe keine Ahnung, wie spricht man solche Marken aus? Purish hat ja auch immer mehr von diesen koreanischen Kosmetikmarken bei sich aufgenommen. Ist das überhaupt koreanische Kosmetik? Nein, es kommt aus den USA. Noch besser. Und das hier ist halt ein Tool, was so geil ist. Also ich mag sowas ja gerne. Ne, das ist halt auch in so einer schönen Geschenkverpackung. Ne, diese Box, Leute, die kann man auch 1A als Weihnachtsgeschenk holen, als Nikolausgeschenk, falls man 100 Euro für ein Nikolausgeschenk ausgeben möchte. Und ja, so schaut das Gesichtsreinigungstool aus. Das sieht doch schon mal echt, also finde ich geil, dass man sowas hier mit drin hat. Ja, ich habe meinen PMD Rose Quartz Roller, den ich auch super gerne anwende. Und ja, dieses Produkt wird dann dementsprechend nicht bei mir bleiben. Aber ich spreche jetzt aus der Sicht von jemandem, der sich einfach darüber freut, so ein geiles Produkt hier drin zu haben, oder? Genau, da haben wir hier nämlich so Gumminoppen, wie bei dem Foreo auch, womit man quasi sein Gesichtsreiniger, sein Zit Clean von ihm, in die Haut einarbeiten kann. Hier sind etwas dickere Noppen, wenn man dann halt so an dickere Verunreinigungen geben möchte oder so. Ich weiß gar nicht, wofür die dann sind. Hier kann man super seinen Finger reinlegen, merke ich gerade. Fühlt sich sehr cool an. Es ist ein bisschen elastisch. Hier kannst du dann Plus und Minus machen. Also stärkere oder leichtere Vibrationen. Und das liegt auch gut in der Hand. Ich glaube, damit kann man das echt schön machen, um das Gesicht zu reinigen und so. Oder weiß ich nicht, ne? Das alles schön ins Gesicht einzuarbeiten. Und doch, gefällt mir. Oh, der ist schon geladen. Hört man das? Ja, das hat auch ein ganz anderes... Oh, ist schon volle Pulle. Alter, wie viele Stufen hat das? Geht ab, ne? Ja, erinnert mich an andere Tools. Ist auf jeden Fall auch mit einem Ladekabel mit dabei, was ich sehr positiv finde. Dann haben wir hier auch noch ein Peace-Zeichen. Ich glaube, das ist ein Sticker. Solche Gimmicks, da stehe ich ja voll drauf, ne? Jo. Ne? Also finde ich persönlich ziemlich cool, dass das hier so als Highlight-Produkt, ich glaube, dass es das Highlight-Produkt ist, mit in der Box drin enthalten ist. Pink Miyi. Schade. Finde ich auf jeden Fall toll. Und ich finde auch, wenn man jetzt überlegt, dass man 99,90 Euro für die Box ausgegeben hat, dass sich das schon lohnt. Wichtig, man muss halt jemand sein, der auf Skincare steht. Ne? Der darauf achtet und auch gerne mal so ein bisschen was Neues ausprobieren möchte. Für den ist auf jeden Fall diese Box ganz nice. Das heißt, falls du überlegst, das deiner Freundin, deinem Freund oder wem auch immer in deinem Umfeld zu schenken, behalte im Hinterkopf, es sollte jemand sein, der Bock auf Skincare hat. Ne? Weil wenn ich das jetzt meinem Freund schenken würde zum Beispiel, würde er sagen, ich kenne die Hälfte nicht, verwende ich nicht. Langes Gesicht. Aber ich persönlich würde mich drüber freuen, wenn sowas zum Beispiel unterm Weihnachtsbaum liegen würde oder wenn man sich das einfach mal selber gönnt. Ne? Ja, und das war's jetzt hier von mir und dieser wunderschönen Treat Yourself Box von Purish. Vielen, vielen Dank an Purish für die Zusendung, dass ich das hier vorstellen durfte. Und gönnt euch hart den Link in der Infobox, falls ihr Bock habt, die Box nachzushoppen, Leute. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen Unboxings meiner Abo-Boxen. Hier unten mein neuesten Upload. Auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich echt von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!